Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Flohmarkt-Video. Im Hintergrund kramen wir schon ein bisschen in so einer Figurenkiste rum. Ja, man, Batman, der sollte eigentlich von Kenner sein, aber irgendwie, irgendwas stimmte mit der Figur nicht, weiß auch nicht. Wir sind hier auf einem Kuhstall-Flohmarkt und das hört sich fies an, war auch fies, aber wir haben wirklich interessante Dinge gefunden. Ein altes McDonald's? Nee. Mal eben so nebenbei, wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt. Ich habe es einen Nachmacher. Ja. Wie krass ist das bitte? Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ja, Mickey-Mäuse haben wir im vergangenen Video schon mal gesehen. Die können viel wert sein. Leider kenne ich mich da zu wenig aus. Das ist aber auch zum Teil so McDonald's-Figürchen. Mhm. Also generell lohnt es sich immer, solche Wühlkisten durchzuschauen. Wir finden jetzt hier nichts, aber da kann man wirklich Schätze heben. Der Klassiker, nur noch die Sportspiele, die keiner will, sind übrig. NHL und FIFA. Und jetzt kommt hier noch sowas, da können wir mal in die Kommentare schreiben. Was ist das? Ja, ein Batman. Die große Frage ist, ist er original? Also er sieht alt aus, er sieht auch gut aus, finde ich. Nee. Hm? Kannst du mal gucken? Nee. Die scheint alt und veralt zu sein. Ja, das war halt das Problem. Es stand nichts drunter, da werde ich immer stutzig. Im Nachhinein hätte ich ihn besser mal mitgenommen. Ich meine, der Zustand ist nicht so gut, aber er sieht cool aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was der Preis war. Es war mir halt irgendwie zu teuer. Na, ich überlege jetzt da noch, man merkt es. Ein Ninja Turtle, so eine große Figur, gar nicht so alt, ich glaube 2003, 2005, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht geil aus. Hier haben wir alte Filmplakate. Also kann auch sein, dass es Nachdrucke sind, aber ja, als Dekoration schon ganz nett. Ja, Mickey Mouse Preise, das kannst du laut sagen. Also die Karten sind einzeln etikettiert mit einem Preis und die Preise sind saftig. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit den neuen Pokémon-Karten aus, aber mir kam es einfach zu teuer vor. Falls ihr euch mit diesen neuen Karten auskennt, schreibt es mal in die Kommentare, ob die Preise in Ordnung waren oder nicht. Also allein wenn ich da sehe... Ja, die Preise drin, ne? Allein wenn ich da sehe, 20 Euro... Finde ich für einen Flohmarkt, für eine Einzelkarte schon happig, wenn es jetzt nicht ein Starter-Pokémon ist wie... Glurak, Turtok, Bisaflor. Das ist ja alles neuere Edition jetzt hier. Ne? Naja, aber egal. Wir blättern einfach mal durch. Ist immer schön, sowas auf dem Flohmarkt zu finden. Ja, da haben wir einen Shylock. Muss ich sagen, auch geiles Artwork. Doch immer noch, aber. Naja, nach wie vor. Also mir persönlich kommen die Preise zu saftig vor. Da mal ein Stapel Barbies und hier alte Star Wars Figuren. Zustand war nicht so gut. Man muss sagen, die sind auch gar nicht so teuer. Also wenn man die bei eBay kaufen will, da kommt man echt relativ günstig dran. Dr. Mario und ein japanisches Mario Kart. Ein japanisches Mario Kart. Was habe ich da eigentlich für einen lustlosen Tonfall? Ein paar japanische dabei. Mega Drive. Ach, das war der gleiche, ne? Ja, wenn World Cup schon so teuer ist da, dann brauche ich für das Ninja Turtles gar nicht erst zu fragen. Ninja Turtles.
Figuren sind schon cool, ja. Die Star Wars Figuren sind natürlich sehr vergilbt. Dementsprechend natürlich auch nicht viel wert. Pikachu-Pokémon-Dose. Sollte man immer gucken. Da war ich zu faul, die Dose aufzumachen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Das Ding One. Das kosten dann Euro. Ah ja. Das kostet 2 Euro. Ach, guck mal, da sind die Figuren. Oh. Ja. Ja, da wurden uns jetzt noch ein paar Figuren gezeigt, aber die Preise an dem Stand waren einfach zu teuer. Hier, gleiches Spiel wie sonst auch. Wenn ihr irgendwas entdeckt, was wertvoll ist und was ich jetzt übersehen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Ich bin jetzt da nicht so fündig geworden. Man muss aber auch sagen, der Zustand von den Spielen war nicht so gut. Und wenn der Zustand schon nicht passt, also durch die Bank einfach, ja, da wurde nicht gut mit umgegangen. Und wenn der Zustand nicht passt, dann bin ich raus aus der Nummer. Ja, der Pate. Ach so, Pate, okay. Habe ich nicht direkt erkannt, weil es auf Französisch ist. Jetzt haben wir hier Jackass. Da wusste ich erst nicht, ist es viel wert oder nicht. Im Nachhinein, nein, ist es nicht viel wert und der Zustand war ja eh katastrophal. Hier haben wir noch einen Pro Evolution Soccer. Will keiner. Ja, kennt ihr euch mit Wrestling-Figuren aus? Also, ich nur bedingt. Ich erkenne natürlich einen Hulk Hogan, ist Kult. Ich kenne den Undertaker. Aber bei der Figur hört es jetzt auch schon auf. Wäre die was wert gewesen? Falls ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ach, das ist für dieses Handy, ne? Das Gaming-Handy. Ja. Also sehr interessanter Fund, wie ich finde. Das Handy ist wirklich Kult und sowas sieht man selten am Flohmarkt. Ja, toller Fund auf den ersten Blick, auf den zweiten, naja. Boah, komm, das ist aber auch richtig Feuchtigkeit reingekommen. Schade. Leider feucht. Ein paar Controller. Hier kommen wir jetzt zu einem Stand, der hatte wirklich massig Retro-Games. Wirklich toll, sowas am Flohmarkt zu finden. Super Nintendo hatte jetzt auch wirklich einen guten Zustand. Und jetzt blende ich euch mal gerade einen Preis ein. Das hat mich wirklich schockiert. Ich habe nach einem Preis gesucht und dann habe ich einen verkauften Artikel gefunden und da ist eine Super Nintendo in gutem Zustand für 100 Euro weggegangen. Also so weit sind wir schon mit den Preisen, dass Leute 100 Euro für einen sehr guten Zustand ausgeben. Das hat mich fertig gemacht. Also, krasse Nummer. Ja, Dragon Ball Z, Budokai 2, absolutes Kultspiel. Habe ich selber gesuchtet ohne Ende. Hier haben wir ein Rambo 3, irgendwie japanisch, noch mit einem anderen Titel gemixt. Ich weiß auch nicht. Ist das was wert? Also Rambo ist ja, glaube ich, 15, 20 Euro wert für den Sega. Ich weiß gerade nicht so ganz. Das hat mich auch gewundert, dass Sonic so wenig wert ist. Also ich bin wirklich kein Sega Mega Drive Experte, also bei weitem nicht. Aber Sonic dachte ich, wäre so cool, dass es mehr wert wäre. Ja, damit hat sich schon die Preisfrage für den ganzen Stand ergeben. Schade. Also was da gerade passiert war, ein Kumpel von mir hat nach einem Preis für einen Gameboy gefragt und der war viel zu hoch und dann kannst du natürlich einordnen, wie sonst hier die preisliche Situation für den gesamten Stand ist.
Xena, so eine Kultserie, habe ich damals gesuchtet. Selten sowas am Flohmarkt zu finden, hätte ich eigentlich mitnehmen können, also zumindest mal am Preis fragen können, aber ich dachte, ich war dann so frustriert von dem Gameboy-Preis. Naja. Wie kultig ist das bitte? Also der hatte wirklich extremst viel dabei. Es hat einfach nur Bock gemacht, das alles durchzuschauen. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass es mehr wert wäre. Aber gut. Wenn ich sowas sehe, blutet mir einfach das Herz. Wieso geht man mit Modulen so um? Das muss doch nicht sein. Also da drehe ich wirklich durch. Habt ihr auch mal die anderen Gameboys gefragt? Also da drehe ich durch. Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Habe ich noch nie gesehen, dieses Spiel. Leider nicht so viel wert. Ein Pokédex, wirklich Top-Zustand. Was hat er gesagt? Leider zu teuer. Ja, der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Aber bei den Preisen konnte ich ja leider nicht zuschlagen. Ein Game & Watch in der Super Mario Bros. Edition sieht man selten. Ja, und ist auch was wert. Was möchtest du mir sagen? Ja? Nintendo PSP finde ich auch einfach geil, aber nicht in der Farbe. Das gibt eine Anzeige. Ja, der hatte auch tolle 3DS-Spiele. Sind natürlich echt so, ja, sehr beliebte Titel. Außer FIFA natürlich. Pokémon auch noch dabei. Sagen die OVPs da vorne? Was ist denn da in dieser Schutzhülle drin? Ja. Nein, hier bist du. Der Gameboy ist weg, ne? Der ist einfach weggegangen. Den du ihm hattest. Ja, hat er gerade gekauft. Ah, nee. Okay. Doch, der Gameboy wurde verkauft und da seht ihr mal, die Preise werden bezahlt. Ja, da gucke ich mir jetzt nochmal die Super Nintendo an. Ja. Aber ich war richtig in Kauflaune, ne? Ich wollte irgendwas kaufen, aber das ging halt bei den Preisen nicht. Naja, guck mal, sowas sieht man auch selten. Atari. Aber guckt euch mal bitte den Zustand an. Das kann doch nicht sein. Das ist so verdreckt und kaputt und verstaubt. Oh. Wie kultig ist das denn mit Pamela Anderson, VIP? Ja, OVPs ist immer schön, sowas zu finden, aber die waren nicht so viel wert. Hm.
Schöne Sachen. Jetzt waren hier noch massig Figuren. Ihr seht, der Boden ist so komisch ausgelegt mit Planen, weil es halt ein Kuhstall ist. Hast du nichts Besonderes gesehen oder was? Da ist ja sogar Dragon Ball Z. Dragon Ball GT. Ja, also die waren alle so von 1996. Das ist natürlich schon eine alte, das ist schon geil. Finde ich immer schön, sowas zu finden. Ich hab GT Gohan. Ah, GT Trunks. Ja, da können wir es sehen. 96. Hier haben wir Gogeta in Super Saiyajin 4 Form. Sehr geile Figur. Gekauft habe ich letztendlich einen kleinen Son Goku aus Dragon Ball GT für 3 Euro von 1996. Den konnte ich nicht stehen lassen. Ja, und wir sind dann noch weitergezogen auf einen Antikmarkt. Da habe ich jetzt nicht gefilmt am Flohmarkt. Das war ein bisschen, ja, der Händler stand direkt neben mir. Das konnte ich nicht machen. Wir haben hier einen britischen Pokal von 1965, versilbert. Also Materialwert haben wir hier nicht groß. 30 Euro habe ich bezahlt. Wirklich sehr dekorativ, sehr authentisch, wie ich finde. Der steht jetzt in meinem Alkoholregal. Das war es dann auch mit dem Live-Flohmarkt-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Februar kommen nochmal mehr Videos, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit habe. Und bis dahin viel Glück auf dem Flohmarkt und bis bald.